Wenn Werner Müller in die Elbetalschule zum Blutspenden geht, weiß er genau, wie das abläuft, denn er spendet zum 29. Mal. In der Anmeldung wird er registriert und sein Spenderausweis eingelesen, bevor er einige Fragen zu seinem Gesundheitszustand beantworten muss. Im Anschluss wartet schon einer der zwei betreuenden Ärzte zum Gesundheitscheck. Dr. Christina Huhn misst unter anderem Blutdruck und Temperatur, bevor sie den erfahrenen Spender zum ersten Pieks begleitet. Noch schnell die Hände desinfizieren, denn anhand eines Bluttropfens, der aus dem Finger entnommen wird, soll der Hämoglobinwert bestimmt werden. Passt das Ergebnis, darf es sich Müller auf einem der Spenderbetten bequem machen. Er kennt das alles bereits. Die Einstichstelle am Arm wird desinfiziert, die Nadel in die Armvene gelegt und dann heißt es ordentlich pumpen, damit die DRK-Mitarbeiter ein Beutelchen Blut für Untersuchungen füllen und dann innerhalb von rund 5 Minuten die eigentliche Spende abnehmen können, einen halben Liter Blut. Das ist im Idealfall schon am nächsten Tag geprüft und einsatzbereit.